Ja, hallo meine Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Die Version 1.0 ist erschienen. Das Spiel ist offiziell released. Nach über 10 Jahren oder sogar 12 Jahren Entwicklungszeit. Gibt eine elendig lange Patch-Note-Liste mit ganz, ganz vielen Verbesserungen. Ja, und Lara und ich spielen jetzt natürlich nochmal ein neues Spiel, weil der alte Spielstand von uns leider nicht kompatibel ist. Also müssen wir halt nochmal neu anfangen. Genau, und da sind wir gerade in der Beratungsphase. Wir gehen mal auf neues Spiel. Und dann wollten wir mal eine andere Map nehmen diesmal. Nennen den Spielstand jetzt einmal wieder Grudi. Genau, und Spielwelt. Boah, ich weiß gar nicht, was wir da damals hatten. Nacegain hatten wir. Achso, Nacegain, okay. Nacegain ist 6x6. Ja, wir könnten 4x4 Welt nehmen. Pregen oder so. Ratchet 2, 3, 4. Achso, oder die 6er denn, die ist auch 6-6. Vielleicht die dann einfach nehmen oder so? Ja, da gibt es mehrere Versionen. K1, ja, die sind alle groß. K2, ja, die sind. Achso, ja, ich sehe es, ja. Einstellung, Schwierigkeitsgrad. Nomade gedacht für erfahrene Eco-Shooter-Spieler wäre denn. Wollen wir Nomade mal nehmen? Ja, ich mach mal Nomade, ne? Mhm. Das, also wir haben ja schon auf Standard manchmal Schwierigkeiten gehabt. EP-Multiplikator 100, Standard, 16 Minuten Tageslicht, alles Standard. Grundeinstellung 7 Tage, Blutmond, bla bla bla, lassen wir auch alles. Tägliche Quests, Fortschrittlimit 4. Mach ich mal 8 oder so, ne? Wir wollen doch nicht eingeschränkt werden in Quests. Ja, dann war's das, dann starte ich jetzt mal, ne? Yay, ich bin gespawnt. So, und jetzt lade ich dich mal ein. Ich bin nicht joined schon. Achso. Oh, geil, ich freue mich, ich hab Bock, Alter. Aktualisiertes neues 7 Days, ey. Ja, die Lara ist auch da. Ja. Ich hab Munition gefunden. Ich muss erstmal einladen. Achso, wir müssen ja teamen und so wieder, ne? Wir haben so viel Zeit mit dem Spiel schon verbracht. In so kurzer Zeit. 50, 60 Stunden. Oh Gott, wie lange wieder alles dauert mit so scheiß billig Werkzeug und so, weißt du? Oh, wir waren so weit, ey. Ja, Frage an dich, habe ich schon die ganze Zeit überlegt. Wollen wir uns wieder so eine Pyramide bauen oder wollen wir das diesmal, wollen wir richtig so einen vorgefertigten POI suchen und uns den einfach ausbauen oder so ein Shit? Wir können ja ein Haus bauen oder machen wir eine Mauer drum oder sowas. Also am einfachsten wäre halt wieder einfach diese Steine übereinander stapeln, Pyramide-Ding, ne? Mhm. Das ist halt einfach am effektivsten. So, ich bin mal beim Händler. Ah, du bist auch hier, 130 Meter, ne? Ja. Schatzi. Baby-Pupsi. Wo ist mein Baby? Kleiner Stinky. Heißt hier Stinky? Ah, ich seh dich. Da rennt ein nackter Mann rum. Pass mal auf, ey. Du siehst ja schon cool aus. Du hast ja schon voll Outfit und so. Na, du bist eine Frau. Bin ich halt eine Frau. Ich sehe mich selber doch eh nicht. Also, wen interessiert der Scheiß? Hier ist ein Tier. Hasi! Oh, sind die schneller geworden? Boah, jagt den mir nicht weg. Ich wollte ihn gerade mit Pfeil und Bogen. Dann halt nicht. Ja, ich glaube, alles andere ist auch viel schwieriger hier. Ja, ja, aber du jagst mir die ganze Zeit weg, wenn ich auf den aimen will. Komm ich gar nicht hinterher, ey. Doch, man müsste nur mit dem Bogen mal schießen können. Ich habe ihn. So, ich nehme mal an, du bist schon... Also du willst da bauen, wo du bist irgendwo? Ja. Okay, dann komme ich mal in deine Richtung. Achso, hier bist du ja schon. Ich denke mir bloß so, hä, da fällt ein Baum um. Aha, so. Ja, hier ist eh gerade so ein schöner Weg, so zwischen den Leitplanken. Da deswegen, kann man. Deswegen sind die Autos auch schon leer hier. Ich wundere mich nämlich. Die hab ich schon vorhin leer gemacht. Ich denke so, hä, wieso ist hier leer? Hier war ich noch gar nicht. Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das alles war, ey. Naja, alles vergessen. Ich muss jetzt mal meine Belohnung gucken, ob ich da schon wieder was machen kann hier. Ja, kann ich einlösen. 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 Dieses Baugeräusch habe ich überhaupt nicht vermisst. Gott, wie viele Stunden wir das auch gehört haben. Ja. Und Baby. Wupp. 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 Irgendwas hinstellen, bauen. Krieg, krieg, krieg. Wupp. Grigo! Und
dir geht's gut, ja. Ich finde die ganzen Geräusche nur so geil, Alter. Was ist das für ein halbes Fenster? Ich habe keine Blöcke mehr. Das ist ja unlucky. Oh, guck mal, die Sonne. Alter, das ist aber neu. Wollen wir hier gleich Keller bauen, klein? Einfach mal so, weil das Haus schön klein ist, einfach Keller drunter machen? Nö. Ja? Nö. Okay. Nicht mit unserer Level 1 Schaufel, habe ich gar keinen Bock zu. Das stimmt. Das ist richtig. Ich wollte gerade Taschenlampe anmachen, aber nee, stimmt, da muss man ja auch alles finden. Mit Taschenlampe mal eben so ist er jetzt nicht. Komischerweise noch nicht ein Zombie gesehen. Ja, ich hoffe mal, ich habe es überhaupt angestellt. Das meinte ich eher damit. Ich habe nur auf ausgestellt, dass halt da nicht noch mehr irgendwie kommen als unnötig. Ja. Ich sehe hier nicht mal bei so einem Gebäude mit zwei Totenköpfen drüber, Zombies. Ja, ich bin auch gerade drin. In so einem Gebäude. Hier ist auch nichts. Das kann ja nicht sein bei Nacht. Erscheinen der Gegner an, heißt, es werden mehr Zombies in der Welt platziert. Erscheinen der Gegner aus, heißt, es erscheinen keine weiteren Zombies in der Welt. Das macht mich halt stutzig. Ja, aber das muss wahrscheinlich an sein. Scheiße, ja, genau, ja. Das muss wahrscheinlich das an sein, ja. So, Leute, wir haben jetzt nochmal neu geladen. Ich hatte eine Einstellung aus in dem Spielstand. Suboptimal übersetzt, also man hätte das noch ein bisschen anders verstehen können. Hat aber bewirkt, dass keine Zombies in der Welt sind und jetzt sind welche da. Können die auch wieder außen? Nee, wir brauchen eine Gefahr. Oh, fuck. Au! Oh, ich bin dead, Alter. Ich bin tot. Oh no. Aber sowas von. Alter, ey! Hund, 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 hinter dir, Hund, Hund, Hund. Alter, hält der viel aus. Alter, wollen wir die Gegner wieder ausstellen? Du bist infiziert alles, ne? Ja. Ja, das ist glaube ich schon deutlich schwerer gerade. Ja. Oh shit, ey. Oh, ich seh's. Ja, du meinst die drei krabbelnden Aona und so, ne? Ja. Oh man. Was haben wir getan? Ich glaube, wir bauen uns doch wieder eine Pyramide einfach. Ja, geht schon. Wenn man nachher ein bisschen Ausrüstung hat, geht's, glaube ich. Ja, aber wir müssen auf jeden Fall immer irgendwie Geld bekommen, dass wir hier so einen scheiß Grill und Topf kaufen können, dass wir uns wenigstens fressen machen können. Oh lol. Hä? Da sind die ganzen Viecher drauf. Oh mein Gott. Auf dem fucking Lastdings. Ja, aber ich glaube, mehr halten die auch nicht aus, wirklich. Vielleicht höchstens Schlachtmeer oder so. Die anderen waren auch immer. Einige von denen waren auch immer recht zäh. Wollen wir hier an der Wand lang einmal? Da, Hund, Hund. Geh aufs Auto. Oh, der kommt mit hoch. Oh, ich hasse Hunde so sehr. Oh, geil. Ich bin nicht infiziert. Ich hab nur Gehirnerschütterung. Nee, ich bin immer noch infiziert. Scheiß Hunde, Alter. Ohne Mist. Eine Abholquest. Bringt Vorräte drin bleiben, hä? Ach so. Oh, im Schrank da, ja. Ah. Da kommt er. Oh, wir müssen hier raus. Draußen ist auch einer. Raus hier. Oh, drei Stück schon wieder, ey. Alles voll. Okay, nice. Ja, unsere Hämmer sind aber wirklich gut, also kann man nichts sagen. Das Beste, was es gibt hier. Ich suche hier nur so ein Ding und die kommen gerade alle schon. Ja, ich muss weg. Oh Gott, was ist das? Oh Gott! Oh Gott, lass mich hier weg. Irgendein schreiender Zombie. Ja, dieses Hunger und Durst. Ich hab's nicht vermisst. Aber wie gesagt, wenn wir dann erstmal so weit sind, naja, geht das. Naja, auch nicht wirklich. Naja, brauchen wir unser Wasserspender vier Dinger da aufbauen. Und dann geht das schon. Ja, brauchen wir Geld. Ja, ja. Schmutziges Wasser finden beim Mission machen immer. Das Abkochen easy. Ja, aber um das abzukochen, brauchen wir erstmal diesen Wasserfilter. Ja, ja, klar. Ja, nee, nee, das ist schon klar. Aber ich meine, wenn wir das dann... Ja, natürlich. Aber wenn wir das dann nachher kriegen, dann ist easy. Sobald wir das haben, ist es eigentlich easy.
Hallo? Ich will nur mal kurz gucken in dem Laden hier. Oh Gott, keine gute Idee. Habe ich verstanden. Au! Ah, der ist ja schon da. Oh mein Gott, habe ich mir erschrocken. Oh, leck mich doch mal Fresse voll jetzt. Oh, es macht aber so Spaß, dieses Spiel ist so gut. Es ist halt immer noch durchschnittlich so. Es macht halt nichts absolut Besonderes, aber... Keine Ahnung. Die Atmosphäre so und dieses chillige... Achso, scheiße, ich muss eigentlich meinen Hammer noch einmal reparieren. Stimmt, ich auch. Sonst ist der im Arsch. Da braucht man Steine für nur. Moment. Oh, neue Wettereffekte? Neue Wettereffekte. Oh, das Gras weht auch. Das ist neu, Baby. Das war vorher nicht so. Das Gras ist nicht so umhergeschaukelt. Das sieht aber ein bisschen dämlich aus. Ja, irgendwie ein bisschen blöd schon, aber naja, besser als gar nicht, finde ich schon. Weil die halt auch so unterschiedlich wackeln, die ja, müssen dann eigentlich so in die gleiche Richtung. Na, gleich wird doof aussehen. Gleich sieht ja, doof aus. Aber ja, es ist auch wieder Nacht, ne? Ja. Müssen wir uns beeilen. Ja, geht das nicht schon 22 Uhr los die Nacht? Naja gut, so viele werden es nicht sein, Stufe 1, vielleicht 5 Zombies oder was. Aber damit müssen wir uns halt beeilen. Wir müssen auch aus der Stadt raus dann, weißt du? Bringt doch eh nichts jetzt, ob sie es nur machen oder nicht. Jetzt, okay, weil... ich wollte es eigentlich noch machen, bevor es Nacht wird, aber du wolltest halt erst Haus upgraden. Doch zu der Händler jetzt eh, ne? Ja, kriegen wir schon hin. Da haben, glaube ich, nur 2, 3 Zombies hier. Ich habe keine Ausdauer. Dann müssen wir uns das Looten sparen hier. Eine Stunde haben wir noch, ne? Macht der 22 Uhr nicht zu, ja, ne? Ja, klar. Dann schaffen wir es nochmal zurück. So, jetzt nochmal einen Sprint hinlegen. Das war doch erfolgreich. Oh, wieso wird das so hell auf einmal nochmal? Ah, Kochtopf, Kochgrill, kriegst alles erst für 600. 200, boy. Könnte ich uns, was soll ich denn holen? Grill, einen Topf? Eigentlich egal, bauen ja alles, ne? Wie die Bäume sich bewegen, das sieht gut aus, finde ich. Ja, die schütteln aber auch rum, als hätten die Schüttelfrost. Also so viel besser als das Gras ist das nicht, finde ich. Ja. Nee, wenn das Gras, weil ich fand's nur, so dumm bei dem starken Sturm, wie sich das bewegt hat. Das sah lächerlich aus. Ja. So geht's. Aber trotzdem besser als gar nicht, finde ich. So gibt's halt nochmal ein bisschen einfach den Touch nochmal so. Ach, das Ding, der Schuppen hier. Ja. Da stehen sie alle auf. Oh fuck, ich bin eingeklemmt. Oh mein Gott, das war knapp. Du hast nicht genug Ausdauer, oh no. Muss ja immer raus. Vorsicht, das sind echt viele. Achso, ja, hier ist auch eine Leiter. Aber hier ist auch überall noch Loot. Hat sie ja auch noch nicht gelootet. Hier war ein Typ drin, deswegen. Ja, ja. Ich brauche nur Hallo. 2 Hits und dann bin ich tot. Ah. Wow. Oh, ist das fies. Auf der Leiter, Alter. Und ich kann nicht schlagen. Scheiß Vogel. Ja gut, noch kann ich mein infiziertes Ding, glaube ich, mit Honig holen. Ah, Honig kostet dann aber wieder so viel, das ist auch alles scheiße, Alter. Ja, ich wollte eigentlich gleich um. Ja, ich wollte eigentlich mal Dings holen hier davon. Noch ein Grill, ne? Ja, und sowas. Verkaufen lohnt sich aber gar nicht, Alter. Bandagen. Weißt du, du kannst als Belohnung dir 2 Bandagen holen oder so, ne? Diese Erste-Hilfe-Verbände. Wenn die verkaufst, sind die 2 wert. Ach nee, 6 wert. So, wow, Alter, wow. Dafür habe ich Zombies umgebracht und bin losgezogen oder was? Oh, da kommt eine Horde. Oh, shit. Oh, raus hier. Raus aus dem Haus hier. Alter, what the fuck. Kommt ihr denn alle her, ey? Kommt hier einfach random eine Horde oder was? Der lebt ja immer noch. Shut up, habe ich gesagt. Oh, brauchen unbedingt bessere Hämmer und so, ey. Ich habe mich gerade geheilt und ich habe Durchfall, Leute. Also ihr erwischt mich hier auf einem ganz schlechten Fuß. Krankenschwester, geh weg. Es sei denn, du hast Durchfalltabletten. Achso, nimmst du sie aus? Hä? Bei mir ist der wieder verschwunden. Ich glaube nichts.
leveln unsere Äxte und sowas eigentlich automatisch irgendwie auf, oder wie war das? Nee, du musst ja eine neue craften. Kann ich mir denn schon eine bessere machen? Weiß ich nicht. Axt. Eine Axt. Eine Firmware kann ich mir natürlich schon machen. Wow. Ja gut. Never mind, I guess. Ja, das geht natürlich auch schon wieder bedeutend schneller. Kann ich mir wahrscheinlich auch schon einen besseren Hammer machen, wa? I guess. Hammer. Ne, der hieß nicht Hammer. Vorschlaghammer, ne? Ja. Mhm. Ja, auch Stufe 3. Das ist geil. Dann kannst du mir vielleicht auch mal einen besseren Hammer machen, weil ich glaube, ich kann immer noch keine bessere Stufe. Ja, brauche ich ein bisschen Stein nur. Stein müssten wir haben. 20, um genau zu sein. Boah, habe ich mir eingeschissen gerade? Nee, ich glaube nicht. Meinst du jetzt in echt oder in-game? Nee, ja, nee, schon in schon in-game. Schon in echt. Das war alles? Zwei Sachen gecraftet? Drei. Schuhe, Gloss. Schuhe sehe ich nicht, hä? Hab ich die an? Ja, sieht so aus. Ja, hab ich an, ja. Sehe ich nicht schön aus? Ja. So wie du. Oh Gott, Alter. Das ist aber neu, ne? Also ja, das muss neu sein. Anders aus, ja. Ja, das muss neu sein. Sieht aber cool aus. Ja, und dann müssen wir uns eigentlich auch bald mal eine Pyramide bauen. Ich meine, wir haben noch ein bisschen Zeit, ja. Aber hey, mit den verbesserten Gegenständen, die wir uns jetzt schon hergestellt haben, mit der Schaufel zum Beispiel, bauen wir ja schon tausendmal schneller ab. Kann ich das Riesensteinding hier abbauen, Alter? Das kann ich abbauen, oder? Den Riesenfels hier? Das ist ja gewaltig viel Stein. Ja, jo, geil. Ja, will ich ja auch machen. Ah, du bist hier. Hi, Schatzi. Geh hier auch einfach recht straight. Hier krabbelt was, ne? Hä? Oh ja, da auch eine Schlange. Oh mein Gott. Fressen. Lass mich die ausnehmen. Ich hab. Ich hab Knochenmesser. Ja, ich hab aber Skill und alles. Ah, hier kann man auch drüber, über das Haus. Upp. Au. Das muss gelernt sein. Oh, es hat ja auch einen Keller und alles. Ist aber Level 1, also eigentlich... Ah, okay. Ich hab mal ein paar Inhaber geweckt. Oh, hier sind auch die verbrannten, starken Typen. Ja, aber alles Level 1 eigentlich. Also so viel krass sind die Hämmer gar nicht, Alter, hier. Achso, okay, war das ein Special? Das ist das erste Mal, dass wir Honig gefunden haben im Baumstamm, ne? Ich hab noch nie Honig gefunden im Baumstamm, glaube ich. Was, denk an den Hund hier rechts. Geh da nicht zu nah ran. Oh, Flugzeugabsturzwurf. Geh aber trotzdem schnell zum Händler. Ich meine... Es wäre ja cooler, wenn wir uns in einem Haus einfach, also wenn wir ein Haus einfach verstärken, weißt du? Und dann da drin mal irgendwie überleben. Mit wegen Zombies, meinte ich. Oh, ich sehe ja auch ein schönes Haus. Dass wir einfach mal was anderes machen. Aber das Haus am besten dann nicht so weit weg. Hier ist eins direkt in der Nähe. Ja, aber das alles Problem ausbauen, ist halt nur, ey. Ja, ich weiß. Das resettet auch. Ja, ja, lass einfach unsere Pyramide. Lass mal für die ersten paar Dinger wieder unsere Pyramide einfach machen. Ja, ich finde es trotzdem nur dämlich, dass man sich nicht irgendwo aus dem Fluss trübes Wasser abkochen kann. Ja, es ist auch dämlich, weil es macht halt keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Vielleicht kann man es ja jetzt mittlerweile. Also früher, Kadi meinte ja, früher konnte man das mit Flaschen. Vielleicht haben sie diesbezüglich ja jetzt wieder was geändert. Das wissen wir ja nicht. Wir haben es ja noch nicht ausprobiert. Oder geschweige denn irgendwo Flaschen gefunden. Aber das Ding ist halt, diese trüben Fläschchen sind halt immer noch die gleichen, so wie es vorher war. Oh Hund, nein, fick dich. Oh no, lass mich in Ruhe. Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Ich krieg grad Geld vom Händler jetzt. Oh, ich habe ihn gekriegt. Alter, ey. 3-4 Schläge oder so. Macht so viel XP durchs Bauen, ne? Ist insane. Den Multiplikator habe ich auf 100 gestellt, den kann man ja auch noch auf 1000. Ja, auf was du willst. Also auf 200% auf jeden Fall. Ich denke mal auch auf Höhe.
Also das Wetter-Donner-System ist definitiv neu. 100%. Mhm. Das hat vorher nicht so geil geklungen. Das donnert ja richtig heftig. Ey, was willst du, Alter? Piss dich. Oh, aber die schreit ja, was ist das denn? Ih, die ist schnell. Achso, ist ja Nacht. Alter, what the fuck bist du denn? Jo. Die schreit ja ekelhaft. Deswegen sind wir noch nicht bei dem Stand, wo wir vorher waren. Ja, naja. Wir waren doch schon bei 3 Händlern. Also. Ja, aber das ist ja... Wir machen ja auch gerade nebenbei noch anderen Stuff, sonst wären wir schon wieder lange da wahrscheinlich. Gut, den haben wir in unserem anderen auch gemacht. Ja. Das ist ja notwendiger Stuff, den wir auch gerade machen. Ja, aber ich finde es jetzt... Also, weil du ja meintest, so, es dauert alles so lange und so, das finde ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr. Ich finde, da sind wir jetzt schon fast wieder auf dem Stand. Ja, aber so ich töte den noch. Sieht dabei so doof aus mit dem fliegenden Fragezeichen und so, ne? Das hätten sie auch irgendwie noch anders machen können, oder? Ja. Sieht auch irgendwie so billig aus. Ich seh's schon. Ja, du machst noch nicht auf. Achso. Denk dran schon. Wegen Zombie-Scheiße. Ja, ich hab schon aufgemacht. Ja, ich wegen der Ausdauer, sonst komm ich hier nicht rausgesprungen. Ja, nimm's noch nicht raus, warte. Ja, okay. Ja, warte, ich spring raus. Ja. Ich nehm's auch raus. Und... Gut. Oh, jetzt sind doppelt so viele. Oh, shit, das war das. Ja, lass einfach laufen. Wir können einfach laufen. Wenn du kannst. Okay. Ich sag auch generell, höher als 3 Blöcke, wenn die sich aufeinander stellen. Ja, aber doch nicht höher als 3. Letztes ich hab's extra 2, ich hab's extra 3 gemacht. Ja, aber letztes Playthrough meinst du ja auch selber, wir müssten das viel höher bauen, weil die sich aufeinander stellen. Ja, aber doch nicht höher als 3. So. Ja, doch. Ah. Weiß noch, wie hoch wir unsere Pyramide hatten und die sich da drauf stellen konnten. Und Schüssi. Oh, lebt immer noch. Au. Also manchmal ist es dumm. Die treffen einen und ich stehe direkt vor ihm, treffen nichts oder was. Oh, hier ist eine Leiter. Wenn ich auch Spaß sage, du lügst, dann geh die Post ab. Ich lieg dir nicht. Dann geht die Post ab. Jetzt übertreibt man nicht, Fräulein. Dann geht die Post ab. Oh, hier oben ist ein Rucksack mit Waffen und allem. Ich habe eine Pistole gefunden. Hier oben in einem Rucksack. Nice. Richtig geil. Das ist in der Tat nice. Haha, bei uns ist ja alles zugewachsen mit den Bäumen jetzt. Das sieht ja super aus. Hast du vor, dann den Graben nicht direkt hier rumzuziehen, sondern in einem größeren Bogen weiter rum? Scheinbar, ne? Weil hier habe ich ja schon ein klein bisschen so ganz dicht rum, weißt? Ja. Aber oder bist du hier hinten? Vielleicht... Guck mal, soll ich denn hier jetzt quasi weiter, weißt? Was meinst du hier jetzt? Na, hier hin. Hier hinten den Graben so rum, in dem Abstand rum. Da wo der ist. Ja, weil hier ist schon angefangen, darum geht mir. Achso, ja. Vielleicht würde ich doch ja den Abstand ein kleines bisschen größer machen. Auf der anderen Seite habe ich dann auch, wie viel? Das ist die Frage nur. Ja, da habe ich den kleines bisschen größer gemacht. Ja, mir geht es nämlich darum, wenn die unten im Graben sind, wieder so viel Erde wegschlagen oder dass es nicht wieder alles zusammenstürzt. Aber ich glaube, für den ersten Blutmond sind wir jetzt schon absolut OP. Besser als... Ja, haben wir gleich für den zweiten schon vorgesorgt, mindestens. Aber ist ja auch gut. Das wird uns schnell einholen irgendwann. Mhm. Wenn die Zombies krasser werden, du weißt ja schon, wir waren gerade mal beim 4. oder so, Blutmond oder 5. und die haben uns schon die ganze Pyramide auseinandergenommen. Und vielleicht, was ja am Anfang gut geklappt hat, diesmal machen wir dann keinen Weg, aber wenn die so leicht fassen. Es hat ja erst geklappt, dass die aus dem Graben herausgegangen sind und an diesen Holzweg nach da oben gegangen sind. Aber nachdem ein Zombie das ja kaputt gemacht hatte, ging das ja gar nicht mehr. Dann haben die sich ja erst nach unten gegraben. Wenn wir an einer Stelle wieder den Graben nach oben führen, zum Beispiel von der Straße aus, dass die dann wieder auf die Straße laufen. Dass man die von da dort aus wieder abfallen kann. Ja, aber die restlichen Fallen sind eh alle egal. Wenn sie durch eine durchgebrochen sind, dann werden sie da eh versuchen lang zu laufen, ne? Das ist halt auch wieder das. Wieso sind sie ja immer leichtesten Weg? Also meinte ich jetzt mal nur auf die Fallen bezogen. Wenn ich jetzt eine Reihe Fallen hier ringsherum aufstelle, machen sie eine kaputt und rennen alle durch. Soll ich denn beim Graben Fallen irgendwo machen jetzt? Oder soll ich einfach nochmal eine dritte Reihe jetzt hier vorstellen, vor der, die schon ist? Ich will gleich auch im Graben. Oh, ich finde dieses Trinkgeräusche so eklig. Echt? Ich finde die geil. Ich finde die gut gemacht. Gut gemacht sind sie vielleicht, aber das stört meine Misophonie. Ja.
Das ist mir schon klar. Oh, fast in deine Fallen gelaufen. Ja, die Fallen stehen schon hier ein bisschen. Aber geil, ne? Wie schnell man auch so einen Graben baut. Eigentlich. Also dauert schon, aber eigentlich auch schnell. So, und das, wo es hier 3 tief ist jetzt, mach ich auch einfach Fallen rein, ne? Ja. Oh Gott, schon Angst gehabt, dass ich hier nicht mehr rauskomme, Alter. Hier vorne habe ich 2 Reihen gemacht, hier, weil der hier so sehr tief ist. Mhm. Aber jetzt brauche ich wieder Holz. Muss wieder Holz farmen gehen. Lol, wie ich den Baum eben beim Gehen mit mir mitgeschleppt habe. Oh, was ist das? Die KI-betriebene Nervenschnittstelle beschleunigt die Übertragung von Nervensignalen enorm, wenn sie in eine Kopfbedeckung eingearbeitet ist. Beweglichkeitsmod, oh. Oh, jetzt kann ich irgendwas Neues kochen. Bacon und Eggs. Bacon mit Eiern, ja. Ich habe ich auch. Warte. Hä, warum habe ich das auch gerade gekriegt? Ich habe kein Buch gegessen eben. Also verwendet. Vielleicht teilen wir uns das mittlerweile irgendwie. Ja, scheinbar. Aber kommen bei dir dann auch Meldungen von wegen, du kannst jetzt Fleisch kochen, wie es bei mir war oder so? Mir kamen bei dir dann vorher auch schon ein paar Meldungen. Ne, ich glaube nicht. Nicht, dass ich wüsste. Nur wenn ich selber Bücher fresse. Fressen, essen, lesen, Mann. Wer kennt's nicht? Bücher fressen. Kannst du, geh mal gucken. Achso, du kannst dir denn schon 6er Sachen machen. Oh, ich kann mir auch 6er Sachen machen auf einmal. Da brauche ich legendäre Teile für, Alter. Oh, was soll ich uns holen? Also ich kann uns entweder, Fahrrad. Ja. Oder eine Forge. Ja, nimm doch einfach die Schmiede oder das Fahrrad. Ich würde wahrscheinlich das Fahrrad nehmen und... Ja, dann nehmen wir das Fahrrad. Schmiede brauche ich nicht, wenn du die nimmst. Noch eins. Und dann nehme ich vielleicht das Geld noch oder sowas. Irgendwelche besonderen Aufträge haben wir jetzt. Handelsroute öffnen, soll ich das machen? Achso, ja, dann haben wir schon den nächsten. Ja, da können wir mit dem Fahrrad dann hinfahren, das passt ja. Obwohl jetzt zur Handelsroute vor einem Tag Dings, das macht keinen Sinn. Nee. Das macht keinen Sinn. Aber lass mal erstmal graben. Ich muss auch mal fragen, ob ich das machen, weil ich habe die Quest nicht bekommen. Soll ich dir Sachen schon mal craften, Schatzi? Fünfer hier Kapuze, ja, Schuhe und sowas? Oh, das Fahrrad sieht aber auch neu aus. Ein ganz anderes Design. Ach ja, ich habe noch meinen Pinsel hier. Wo ist denn mein Fahrrad? Zeitschrift. Mein Inventar. Aufbewahren, fahren, öffnen. Oh, das hat jetzt ein Ding. Du kannst Sachen reinpacken. Was hat das denn für ein Geräusch? Nee, das andere. Nee, nicht das, halt die Fresse da drüben. Das gibt's doch gar nicht. Also wirklich, was war das denn bitte gerade für ein perfektes Timing, ey? Hippie. Was denn? Ich muss das nachher alles rausschneiden. Und auch dran denken, Alter, wenn ich das mal nicht finde, ne? Halt so geil entspannt einfach, ne? Ich mag dieses Entspannte so sehr einfach. Das ist halt, ich glaube, das ist auch der Grund, warum Leute das so spielen. Einfach, weil es fucking entspannt ist, irgendwelche Sachen zu bauen. Ab und zu ein bisschen ballern, looten. Alter, was eine fucking Festung. I say it to you, ey. Weißt du, was ganz praktisch ist? Nee. Weil in deinem Inventar, du kannst dir manche Sachen so sperren. Das heißt, wenn du die sortieren willst, drauflegen willst, kannst du zum Beispiel dein Geld nicht direkt immer alles in der Kiste machst oder so, falls da Geld in der Kiste ist. Ich habe mir mal einen Stream bei Twitch heute angeguckt, also mal reingeguckt, von einem Deutschen, ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt. Und der hat noch mit irgendwie 1, 2, 3 Mods gespielt. Die das Interface nochmal irgendwie ein bisschen anders machen, aber ich weiß nicht, ob das so viel besser ist, glaube ich nicht. Und ob es nachher mit neueren Patches kompatibel ist, auch wieder die Sache so, deswegen, nee. Hat der noch eine Mod drin gehabt, dass das Fahrrad schneller fährt oder es mal auch schneller läuft oder so. Aber wo ich mir so denke, ich mag das immer lieber möglichst Standard. Aber sieht es grafisch besser aus? Minimal, ne? Die Charaktere sehen besser aus, aber sonst... Naja, so Licht haben sie ja auch gemacht. Neues Licht. Ja. So ein bisschen. Finde ich schon so klein minimal Licht. Bisschen besser aus, glaube ich. Bin mal gespannt, was noch alles kommt. Also, bis Ende 25 wollen die ja alles drin haben. Und bis dahin soll es auch einen richtigen Story-Modus geben, ne? Aber cool zu wissen, dass es auf den Maps trotzdem immer die gleichen Biome gibt. Also den verbrannten Wald wieder. Dann wird es ja auch wieder eine Wüste geben. Schneegebiet. Ja, ich denke mal, das... Schneegebiet haben wir beim ersten Durchlauf nicht mal gesehen. Ich höre einen ganz dicken. What the fuck über uns?
Oh ne, ja, so ein Kotzi schon. Oh Gott, Alter, wie kommt der hier runter? Boah, hier sind viele Baby, ich brauch deine Hilfe. Bin oh, eingesperrt. No. Oh ja. Boah, ich blute, warte mal, shit, hab ich ihn verbannt? Warte mal. Ah ne, ich hab mega Durst. Ah, okay, alles gut. Oh Gott, der springt, what the fuck, Alter. Haben wir das schon mal gehabt? Ne, der ist neu, glaube ich. Aber ich hab keine Ausdauer. Ich mit der, keine mit Ausdauer. Springt. Ja, ich auch nicht. Ich hab halt mega Durst. Ich kann immer noch nicht schlagen. Ich auch. Oh, das ist shit. Die geht doch gar nicht hoch mehr. Geht gar nicht hoch. Können uns gar nicht wehren. Ja. Meine geht noch ein bisschen hoch. Meine geht nicht mehr hoch. Ich habe auch nichts zu trinken, ey. Ich habe einen Kaffee eben gefunden. Hier, nimm den. Oh, hier draußen ist alles voller Viecher, ne? Vorsicht. Ja, warte, hier hinten ist noch ein Raum. Der ist hier noch wichtig. Hier ist noch Big Stuff. Ja, besser Eisenvorschlaghammer, Munition, übelst dicke Lootkiste. Ich mag den Ort hier gar nicht. Ja, ich muss das hier aber nur looten, das ist mega krass hier. Junge, sind die laut, alle über mir oder so. Was sagst du eben? Fortgeschrittener Blasebalken, das bin doch schon ich. Wie? Predigerhut, Alter, die hat richtig Ranger-Rüstung hier. Mega teuer alles. Aber richtig Rüstung und so am Start, das ist auch neu. Rüdiger, das musst du doch schnurstracks mit dem Rohr verbinden, du. Da kannst du doch so nicht morgen. Was ist denn mit Carsten los? Habe ich ja noch eine Kiste. Ja, ich würde aber sagen, für den ersten Mond, das machen wir alles, vielleicht den zweiten sogar auch noch, alles mit Pfeilen nur oder so, wa? Munition schön aufsparen. Aber eine Stufe... Ich glaube, die halten mehr aus. Ich glaube, eine Stufe noch höher jetzt, dann wäre es schon schwer. Also das spielt der Kadi, glaube ich. Also das wäre schon, glaube ich. Ich glaube, dann kriegst du einen so einen Schlag und bist so gleich infiziert, Alter. Oh, jetzt renne ich schon wieder mal mein Fahrrad weg, ey. Leck mir am Arsch. Nimm das doch einfach immer direkt auf, wenn du... Ja, ich wollte nur kurz weg und dann hier einmal die ganzen Nester aufsammeln. Das ja. Aber dann muss ich auch wieder daran drücken. Dann muss ich es auch wieder aufstellen. Ich wollte eigentlich nur schnell drei Nester abklappern und wieder zurücklaufen. Das ist schon schneller. Aber dadurch, dass ich mich jetzt wieder 500 Meter schneller verlaufen habe, natürlich ist das schneller. Du brauchst... Nee, wenn du das Ach so, in deiner Hotbar hast, ja, stimmt, dann kannst du es direkt wieder aufstellen. Ja, okay, laber mich nicht voll. Ja, aber ich bin halt mal faul und denke auch nicht so nah manchmal und so. Du weißt doch, wie das ist. Manchmal? Alter Mann und so. Ey, komm, jetzt übertreib dich gleich wieder, du dumme Sau, Alter. Gesichtsgulasch. Ja, das bist du. Außerdem sagst du mir mal, ich wäre hübsch. Also entweder lügst du mich jetzt an oder davor. Was wäre denn besser? Das musst du jetzt wissen. Nee, das musst du mir sagen, was besser wäre. Nee, nur mit mir sagen, was die Wahrheit ist. Voice Crack des Todes, Alter. Ich mache hier noch zwei Bücher rein, oder soll ich die lesen? Kommt einfach nichts mehr raus. Nee, lies ruhig, alles gut. Ach guck mal, hier brauche ich Rohre, ich kann die Stange reparieren, dann habe ich, Ich brauche auch ein Rohr. Das ist aber gut jetzt. Wo sind meine Rohre? Ja. An deiner Hose. Hey, jetzt doch mal gut jetzt, Alter. Hey, aber wir haben gut Progress gemacht heute, Honey. Jetzt unsere Pyramide steht. Unsere Holzfallen stehen. Unser kleiner Minigraben ist da. Und Ausrüstung haben wir auch gut am Start. Ich bin durstig genau in dem Moment gerade geworden, wo ich das zweite Mal... Komm, du willst mich doch verarschen, Alter. Ich kann doch nicht dreimal saufen, Junge. Wo soll das alles herkommen? Ich lock jetzt aus. Scheißspiel, tschüss.